Morgen Leute, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zum zweiten Tag meines Seoul-Vlogs. Ich bin ja gerade in Südkorea für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben und ich werde jeden Tag für euch einen Daily-Vlog drehen. Und heute ist der zweite Tag und ratet mal, ich habe wieder verpennt. Ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen, aber ich musste das Intro noch drehen. Wir fahren jetzt nämlich zu einem ganz besonderen Ort. Oh mein Gott, ich habe schon immer davon geträumt. Wir fahren nämlich zum One Million Dance Studio in Korea. Ich freue mich so krass, wir werden nämlich eine Dance-Session haben mit den anderen Creatoren. Und das wird einfach so cool, Leute. Ich glaube, das Ganze geht eine Stunde und ich bin einfach vor 20 Minuten aufgestanden. Ich weiß nicht warum, aber mir kommt es irgendwie so vor, als wird die Zeit hier viel schneller vergehen als in Deutschland. Ich glaube, das liegt aber einfach am Jetlag. Ich bin da halt immer schon um 6 Uhr morgens wach, gehe dann schon mal frühstücken, so gegen 7. Dann gehe ich wieder um 9 ins Bett und dann stehe ich so gegen 13 Uhr wieder auf. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, mein Schlafrhythmus ist völlig durcheinander. Auf jeden Fall habe ich mich gerade ganz schnell fertig gemacht. Ich muss jetzt auch runter. Unser Taxi wartet nämlich und ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall übelst krass und ich hoffe ihr auch und viel Spaß beim Vlog. Die Aufzüge hier brauchen immer mega lange, um zu kommen. Das bin ich noch später. Auf jeden Fall mussten die heute im Hotel, also in meinem Zimmer, einfach die Lüftung ausmachen, weil mir so kalt war. Weil irgendwie, die Lüftung ist aus, aber da kommt immer Luft rein, aber es ist mega kalt. Und die haben mir einfach eine kleine Heizung gebracht, schon gestern, weil ich so gefroren habe. Ne? Alle versorgt. Danke. Nee, alles gut. Wollt ihr auch? Was ist das? Was ist das? Kimbap. Ah, ich will das mal probieren. Aber mach ich einfach so eins raus? Aber was ist da drin? Wir sind da! Kennt ihr das Parfüm? Wir sind da! Ey Leute, das ist so cool, ich sterbe. Wir sind zwar ein bisschen zu spät, die anderen stecken noch im Stau, aber es ist auch schon gut voll hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages hier sein werde, das ist so krass, weil ich habe so viele Videos von denen gesehen und es ist einfach ein mega anderes Erlebnis hier zu sein. Wir sind jetzt mit dem Tanzlehrer hochgegangen, Fahrstuhl, und wir dürfen hier einfach aufnehmen auf dem Rooftop, mega cool, ey. Die drehen jetzt einfach ein Video zusammen, wie lustig, mit dem Tanzlehrer. Okay, to my vlog. Okay. This is our teacher. Yes. Thank you so much, it was so much fun. I am teacher. What's your name? Melissa. Huh? Melissa? Yes. A beautiful name. Thank you. So thank you, Melissa, and thank you, subscribers. I'm Nero's 1 million. Aww. And yeah, bye-bye. Bye.
So, ich bin jetzt rausgegangen. Wir warten gerade auf unseren Fahrer. Ich hoffe, ich werde nicht krank, aber es ist ja nicht allzu windig. Auf jeden Fall, keine Ahnung warum, aber nach dem Tanzen ist das so, kennt ihr das? Da kommt so eine Euphorie einfach, weil das hat so Spaß gemacht. Alle hatten so gute Vibes. Oh mein Gott, ey, ich wünschte, in allen Studios wäre das so, dass alle so krasse Vibes haben. Und das kommt ja nicht wirklich darauf an, dass man den Tanz wirklich jetzt kann, weil ich meine, wir hatten ja jetzt nur über eine Stunde Zeit und vieles war ja auch Aufwärmen. Eineinhalb Stunden, noch weniger als eineinhalb Stunden, aber vieles war ja Aufwärmen, wie gesagt. Und ja, aber auf den Spaß kommt es halt an. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich wünschte, ich könnte das jeden Tag machen. Ey, die Leute waren so cool. Und die Choreo fand ich auch ganz cool. Die war so ein bisschen chilliger und alles. Und ja, am Ende ein bisschen Freestyle und so, aber war mega cool. Auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder zurück ins Hotel. Ich muss auf jeden Fall duschen. Ich habe zwar Wechselsachen mit, aber irgendwie gibt es hier keine Duschen, weil ich voll schwitze. Aber ich gehe da ins Hotel, ruhe mich ein bisschen aus, vielleicht schneide ich ein paar Videos. Und heute Abend gehen wir zusammen essen. Ich weiß wohl noch nicht wo, aber ein bisschen essen kann ja nicht schaden, ne? Wir sehen uns später. So, ich war gerade so im Stress, weil wir standen so im Stau und deswegen, wir hatten eine Reservierung um 8 Uhr und wir waren erst um 6:30 zu Hause und ich musste noch Contents fertig machen und duschen und mich fertig machen, weil ich ja voll verschwitzt vom Tanzen komme. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt mehr beeilen, die sind schon vorgegangen. Licht ist wieder aus und ich habe gerade, hallo, so Licht ist wieder an und ich habe gerade meine Kamera fallen lassen, weil ich sie gesucht habe und mich so beeilt habe. Erstmal kurz Panik bekommen, aber ja, zum Glück ist alles gut, hoffe ich. Ich gehe jetzt auch los durch die Straßen von Seoul nachts, beziehungsweise abends. Ich habe auch schon mega Hunger. Und ja, es gibt übrigens Hot Pot. Das ist übrigens mein OOTD. Let's go! So, ich habe jetzt doch das Taxi genommen, weil ich wollte eigentlich laufen. Das hat 20 Minuten gedauert, aber irgendwie ging das Navi nicht. Ich check's nicht, weil ich kein Koreanisch kann. Und ich weiß aber nicht, ob es so eine gute Idee war, mit dem Taxi zu fahren, weil es mega viel los ist, mega viel Verkehr. Aber die Frau an der Rezeption hatte so viel zu tun, weil so viele Kunden da waren. Ich wollte mich nicht anstellen, da hätte es noch länger gedauert. Und ich habe Hunger und die warten auch schon. Deswegen, ich will die nicht so lange warten lassen. Aber irgendwie ist gefühlt jeder Ampel rot. Was habt ihr da jetzt gemacht? Wir haben auch im Rückweg so einen richtig gewasteten Typen gesehen, der hat auf dem Boden. Da waren so drei Koreaner, die versucht haben, sie zu helfen, aber seine Sprache nicht. Ey Leute, hier ist einfach ein Shop, wo kein Besitzer drin ist. Das heißt, dass man einfach selbst zahlt, also die vertrauen drauf, dass man zahlt. Also sowas wäre irgendwie bei uns voll unvorstellbar, aber hier ist es ja normal, voll krass. Wir gehen jetzt in die Karaoke-Bar. Sieht so cool aus. Wir kommen gerade vom Karaoke und wir sind gerade noch beim Supermarkt. Ich habe mir so eine Schokolade. Da ist Doraemon. Da ist Doraemon drauf, voll süß. Gibt so geile Sachen. Ich glaube, ich werde mal so ein TikTok drüber drehen oder vielleicht sogar ein ganzes YouTube-Video in diesen Groceries hier. Aber oh mein Gott, das sieht so süß. Keine Ahnung, was das ist, aber sieht süß aus. Krabbenchips oder so. Oh mein Gott, einfach Demon Slayer. Oh mein Gott, so cool. So, ich bin jetzt vom Einkauf wieder zurück. Wie gesagt, ich habe mir Schokomilch geholt. Und ja, Leute, das war es auch schon mit dem zweiten Tag meines Korean Daily Vlogs. Ich bin ja insgesamt 8 Nächte hier. Das heißt, es werden insgesamt 8 Vlogs. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann subscriben. Ich werde die Vlogs immer versetzt hochladen. Mal schauen, vielleicht einmal die Woche oder einmal in 2-3 Wochen. Aber werdet ihr noch sehen, deshalb subscriben. Und übrigens wollte ich euch noch daran erinnern, dass unser Performance-Video von unserer Girlgroup Pandora draußen ist. Also klickt jetzt auf den Link unten und supportet uns. So, morgen ist der dritte Tag. Morgen steht mit Beauty was an. Werdet ihr aber erfahren. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!